Hallo, hier ist Christoph von taptech.de und wir sind hier in München bei einem ASUS-Event und wir haben hier das neue ASUS Transformer Pad bekommen, das erst letzte Woche zur Computex vorgestellt wurde. Das ist das günstige Transformer Pad TF103C. Das ist ein Einsteigermodell mit 10 Zoll, natürlich Android als Betriebssystem und gleichzeitig, wie man das hier auch schon sehen kann, kommt es natürlich, wie der Name es auch schon sagt, hier mit einer Tastaturdock und gesamt sollte das Gerät nur 279 Euro kosten, mit dem Tastaturdock, das Tablet alleine 229 Euro und für den Preis sollte das dann schon ein nettes Gesamtpaket sein. Aber wir möchten jetzt erstmals das Gerät auspacken und dann natürlich auch einem kurzen Hands-on unterziehen, bevor wir dann natürlich einen ausführlichen Test veröffentlichen werden. Schauen wir uns als erstes die Verpackung an. Wir haben hier eine normale Verpackung. Auf der linken Seite sehen wir hier auch schon die Farbauswahl. Das heißt, das Transformer Pad kommt in zwei Farben. Einmal in Schwarz und in Weiß. Wir haben hier die schwarze Version. Und auf der Rückseite finden wir dann auch noch die wichtigsten Spezifikationen. Dazu zählt der Intel Atom Z3745 Prozessor. Das ist ein Quad-Core Prozessor mit 1,86 GHz. Zudem haben wir dann auch noch einen Gigabyte Arbeitsspeicher und einen internen Speicher von 16 GB, der sich allerdings auch erweitern lässt. In der Verpackung schauen wir dann hier, haben wir natürlich das Tablet mit der Tastaturdock schon. In weiterer Folge ein paar Bedienungsanleitungen in mehreren Sprachen bzw. auch Garantieinformationen und ansonsten hier ein Micro-USB-Kabel sowie hier auch ein Ladeadapter. Mehr ist nicht dabei. Für so einen günstigen Preis darf man sich das aber allerdings auch nicht erwarten, dass hier vielleicht noch eine Hülle oder sonst was dabei wäre. Und deswegen gehen wir auch gleich zum Gerät selbst. Wir haben hier jetzt die schwarze Version, wie man sieht. Das Ganze kommt mit einem matten, leicht gummierten Kunststoff, der sich eigentlich ganz gut anfühlt. Man sieht allerdings hier schon ein paar Fingerabdrücke, wo wir das Gerät zum ersten Mal in der Hand genommen haben. Allerdings dürfte sich das wahrscheinlich auch recht leicht reinigen lassen. Das werden wir euch natürlich dann im ausführlichen Test genauer beschreiben. Ansonsten auf der Rückseite sehen wir hier auch die 2-Megapixel-Kamera sowie hier 2 Lautsprecher auf der Seite. Das heißt, wir haben auch Stereo-Lautsprecher integriert und die wichtigsten Anschlüsse befinden sich dann hier einmal der Micro-SD-Karten-Slot auf der linken Seite, währenddem wir hier auf der rechten Seite lediglich den Audioanschluss haben und auf der Unterseite befindet sich dann natürlich hier der Dock-Anschluss. Und wenn wir jetzt das Gerät hier ansehen, dann haben wir auf der Vorderseite nochmals eine 1,2 Megapixel Kamera sowie hier das 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Es ist ein IPS Panel und was wir hier auch sehen, ist, dass hier ASUS endlich auch bei den günstigeren Geräten dieses ein Coating gegen Fingerabdrücke verwendet. Das heißt, hier werden Fingerabdrücke nicht mehr ganz so schnell angezogen bzw. es lässt sich wesentlich leichter reinigen und dadurch wirkt schon allein das Display etwas besser bzw. heller. Wir sehen hier auch schon die Oberfläche von ASUS, die neue Zen UI. Die bringt einige Features bzw. ist vom Style etwas anders. Man ist jetzt nicht mehr so auf Stock Android. Trotzdem läuft das Ganze hier schon auf der neuesten Version Android 4.4.2. Auf der Unterseite des Tablets sehen wir dann hier den Dock-Connector beziehungsweise die 2 Halterungen für das Scharnier hier, der Tastaturdock. Wichtig ist, dass der Akku nur im Tablet ist, das heißt, es ist kein zusätzlicher Akku in der Tastaturdock integriert, sondern den haben wir eben lediglich hier im Pad. Trotzdem sollte die Akkulaufzeit hier ca. 9,5 Stunden betragen. Das Gewicht des Tablets alleine liegt bei ca. 550 Gramm. Zusammen sind es dann 1,1 Kilo. Und hier die Abmessungen von Tablet plus Tastatur liegen bei ca. 2 cm zusammen. Trotzdem macht es hier einen ganz netten Eindruck für so ein 2-in-1 Gerät in dieser Preiskategorie von lediglich 279 Euro. Natürlich haben wir dann auch bei der Tastaturdock noch einen USB 2.0 Anschluss und ihr seht hier, dass die Tastatur selbst auch etwas flacher geworden ist im Vergleich zu älteren Tastaturen. Wie sich dann die Tastatur hier macht, werden wir nochmals im ausführlichen Test beschreiben. Ja, das war unser erstes Unboxing und Hands-on des neuen ASUS Transformer Pad TF103C. Ich bin Christoph von taptech.de. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch bzw. vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren.